Gut, dann herzlich willkommen zur PK vor dem Spiel am Sonntag gegen Nürnberg. Wir sind ausverkauft seit gestern, also es gibt keine Tickets mehr an der Tageskasse. Bitte auch nochmal darauf hinweisen. Und dann auch noch der Hinweis, dass wir als neuen Service für die Fans ab sofort auch nach unseren Heimspielen Tickets verkaufen für die dann folgenden Auswärtsspiele. Also für alle Spiele, die in Augsburg im Verkauf sind, das ist aktuell dann Freiburg, Gladbach und Wolfsburg, kann man an der Tageskasse sich Eintrittskarten für diese Spiele kaufen. Die Kasse hat dann bis 18 Uhr, also eine Dreiviertelstunde nach Spielende, geöffnet. Dann noch eine Info, der Kids Club wird am Sonntag die Ehrenrunde, die ja traditionell immer kurz vorm Spiel ist, gemeinsam mit Kids Club-Mitgliedern vom 1. FC Nürnberg machen. Also das ist einfach als schöne Aktion, werden Kinder von beiden Vereinen die Ehrenrunde auf dem Spielfeld durchführen. Gut, so viel von meiner Seite. Markus, wie sieht es sportlich aus? Ja, gut, denke ich. Jeder weiß, dass am Sonntag ein super Spiel ansteht. Jeder freut sich drauf, vor ausverkauftem Stadion ein Derby zu spielen gegen den Club. Ist eine riesen Herausforderung für uns. Wir sind natürlich drauf aus zu gewinnen, das ist klar. Ich habe heute in der Zeitung gelesen, dass der FCA 40 Jahre kein Heimspiel mehr gegen den Club gewonnen hat. Letztes Jahr diese 1-2 Niederlage, die hat uns sehr wehgetan und das wollen wir korrigieren, beziehungsweise wir sind natürlich drauf aus, die drei Punkte hier in Augsburg zu lassen. Wir haben die Möglichkeit, am 21. Spieltag 34 Punkte zu holen. Das wäre einer mehr wie letztes Jahr in 34 Spieltagen. Das sagt alles aus, dass wir momentan gut dastehen, aber wir bekommen nichts geschenkt. Ganz im Gegenteil, wir müssen 100% abliefern, um auch zu punkten. Wir haben unheimlichen Respekt vor dem Club, weil die letzten Spiele, kann man ihnen nur ein Riesenkompliment machen, wie sie arbeiten, wie sie aufgetreten sind. Das war richtig stark und dementsprechend werden sie hier auch ankommen, dass sie Punkte brauchen, werden wir spüren und da müssen wir uns wehren, da müssen wir die Besseren sein und wollen die Besseren sein, wollen bestätigen, dass wir 14 Punkte momentan vor Nürnberg stehen und dass wir in Bayern da die zweite Position einnehmen. Um das geht's und das steht auf dem Spiel und dafür werden wir alles tun, dass unser Lauf, unsere Serie von 8 ungeschlagenen Spielen, dass die anhält. Vom Kader her ist so, dass Kevin Vogt Gott sei Dank wieder gesund ist, wieder im Mannschaftstraining ist. Die Langzeitverletzten bleiben gleich mit Hitz und Holzhauser. Bei Raul Bobadilla ist so, dass er im Training ist. Da hoffen wir, dass er hundertprozentig einsatzfähig ist. Am Sonntag neu verletzt ist leider nur Sascha Mölders, der 2 bis 3 Wochen ausfallen wird, wegen seiner Sprunggelenksprobleme, die ja die letzten Wochen auch schon geplagt haben. Aber wo es jetzt so ist, dass er leider das Training nicht hundertprozentig absolvieren konnte und man ihn rausgenommen hat. Danke. Gibt es Fragen? Wenn ich bitten dürfte, dass wir genau ins Mikro rein, damit die Tonqualität auch am Video. Herr Weinzer, sehen Sie Nürnberg in einer ähnlichen Rolle wie Augsburg im vergangenen Jahr? Ja, sie hatten an Weihnachten 2 Punkte mehr. Aber sie haben recht, die Art und Weise vor allem, wie sie spielen, wie mutig sie sind, wie offensiv, wie frech. Das macht der Trainer wirklich sehr, sehr gut und die Mannschaft setzt es hervorragend um. Und es kommt nicht von ungefähr, dass sie die ersten Spiele jetzt so erfolgreich waren, dass sie Bayern unheimlich gefordert haben, dass sie da wirklich auch gut ausgesehen haben, auch in Führung gehen müssen normalerweise. Es kommt nicht von ungefähr und dementsprechend gefährlich sind sie und ist es irgendwo dann auch vergleichbar mit uns im letzten Jahr. Der Ragnar Klavan hat ja schon unter dem Clubtrainer, die haben ja schon in Holland miteinander gearbeitet. Gibt es da Gespräche oder haben Sie da mal mit Klavan mal gesprochen oder sonst was? Vielleicht wie. Nein, ich denke, dass Verbeek auch seine Ansichten natürlich hat, aber vielleicht das in Nürnberg anders macht, wie er das in Holland gemacht hat. Von daher wissen wir ja, wie der Club spielt und ich denke, wir können uns nicht darauf verlassen, dass es gleich macht wie damals in Holland. Von daher bringt uns das nichts. Darf ich die Frage nach der Favoritenrolle stellen für Sonntag?
Sie dürfen alles stellen. Sie kriegen auch eine Antwort. Ja, ja, klar, Sie kriegen eine. Ich habe gesagt, wir sind 14 Punkte vorm Club, einige Positionen vorm Club. Wir wollen das Spiel gewinnen. Favoritenrolle, deswegen habe ich mich in den letzten Wochen auch ein bisschen so gewehrt. Favorit heißt für mich oder hat die Folge, dass wir enttäuscht sind, wenn wir nicht gewinnen. Und deswegen waren wir in Stuttgart nicht Favorit, weil das wäre die Folge gewesen daraus. Jetzt ist es so, dass wir unbedingt in einem Heimspiel gewinnen wollen, aber wir haben Respekt. Vielleicht müssen wir mit dem Unentschieden leben, aber wir werden auf Sieg spielen. Wer dann Favorit ist, ist im Endeffekt dann auch egal. Gestern der FCA als Mannschaft des Jahres ausgezeichnet worden. Das ist nochmal die Bestätigung eines interessanten Jahres 2013. Wie schaffen Sie es, dass es einfach so weitergeht? Dass die Spannung oben bleibt, dass keiner nachgibt, dass keiner nachlässt, dass der Lauf, wie Sie schon gesagt haben, weiter fortgesetzt wird. Ja, wir haben noch nichts erreicht. Von daher gibt es keinen Grund, sich zurückzulehnen. Das werden wir auch nicht machen. Wir brauchen 100% und da wir auch alltäglich 100%, um es dann am Sonntag auch abrufen zu können. Und da ist jeder gefordert. Wir haben einen internen Konkurrenzkampf, wir sind ehrgeizig. Wir wollen den nächsten Schritt machen mit 34 Punkten. Wir wollen 40 holen, um dann sicher unser Ziel zu erreichen. Und dann wollen wir so gut wie möglich abschneiden. Das ist auch klar. Und da gibt es keinen Grund, irgendwo zufrieden zu sein. Wenn Sie sagen Schritt für Schritt, erst 34 Punkte, dann 40, was wäre dann der dritte Schritt? Euroleague-Platz? Also, nee, zwischen 34 und 40 kommt dann noch 37. Ja, danach, okay, da können wir uns dann unterhalten, wenn wir diese Hürde genommen haben. Und nochmal, wir haben gute Konkurrenz, wir brauchen drei Mannschaften hinter uns. Vor der Saison waren wir Abstiegskandidat Nummer 1. Von daher sind wir richtig gut beraten, das auch so beizubehalten und nach unten zu schauen und den Abstand da konstant groß zu halten. Das wäre ein FC Augsburg ein Riesenerfolg. In der vergangenen Woche, beziehungsweise in den letzten Tagen, war André Hahn Schlagzeile in verschiedenen Medien. Wie hat er sich die Woche bei Ihnen präsentiert? Merkt man etwas an Ihnen? Ist er, oder bleibt er einfach der André, wie er auch schon vor einem Jahr war? Nein, er ist der gleiche. Ist natürlich für euch schönes Thema jetzt, aber André Hahn funktioniert und hat er jeder recht, der ihn lobt, aber André Hahn funktioniert nur, weil die Mannschaft gut funktioniert. Und ich könnte euch noch viele Geschichten innerhalb der Mannschaft sagen, wo interessant wären, wo mich auch interessieren würden, nicht täglich André Hahn. Zum Beispiel, warum ist Tobi Werner so explodiert, vor 3 Jahren war auf der Tribüne? Warum spielt Dani Bayer so überragend? Jan-Ingvar Carlsson-Bracka ist mit Ragnar Klavan überragend. Also da fallen mir viele Geschichten ein, die ich auch gerne lesen würde. Und eine Thematik immer wieder jetzt zu lesen, ist interessant. Aber wie gesagt, er lebt auch von der Mannschaft, die gut funktioniert. Hat sich Jogi Löw schon angekündigt? Das war ich vom Kollegen, ich glaube, eine Kriegerfrage. Die Fragen nur mit Mikrofon, bitte. Ich gehe mal weiter. Nein, von Stefan Reuter ist er eingeladen worden. Er ist aber für Sonntag noch nicht im Stadion. Oder? Ich weiß nichts, nein. Ich auch nicht. Gut. Kurz nochmal zu Nürnberg, das wären 17 Punkte Vorsprung mit einem Dreier. Das wäre schon eine Hausmarke, oder? Da wäre der Abstiegsplatz ja erstmal in weiter Ferne. Ja, aber wir konkurrieren ja nicht nur mit Nürnberg, da sind andere Mannschaften auch noch. Ist klar, dass wir gewinnen wollen, aber nochmal, der Club ist richtig stark. Wir brauchen unsere beste Leistung, wie in vielen Heimspielen, das muss man abrufen. Dann können wir gegen Club bestehen, wenn wir nur 95% bringen, dann gewinnt Nürnberg und dann werden wir sehen, wie viel Abstand wir haben. Es ist die Frage, wie Hamburg spielt, wie Freiburg spielt. Wir schauen, dass wir auf uns da den Fokus legen und unsere Punkte holen. Dann kann uns egal sein, wie die Konkurrenz dann auch spielt. Dann noch kurz zu Daniel Bayer nochmal von gestern. Kurze Einschätzung von Ihnen noch. Der spielt ja seit längerer Zeit schon überragend eigentlich, oder? Mit der beste Spieler von Ihnen. Ja, hat sich unheimlich toll entwickelt. Ich habe es
auch vor kurzem irgendwo mal bei euch gelesen, dass er vor 3 Jahren in dem Aufstiegsspiel mit Tobi Werner auf der Tribüne gesessen ist. Spricht für sich die Entwicklung, dass er da gestern dann die Auszeichnung mit den statistischen Werten bekommen hat. Spricht für die Qualität und für die Wichtigkeit in den letzten Jahren von Dani Bayer. Gut, dann herzlichen Dank und bis Sonntag. Thank you.